Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer M3D bei Beyond Good and Evil und ich habe gelernt, ich muss echt viel mehr Fressen kaufen. Das ist ja unter aller Sau, was hier passiert. Sehr schlecht, meine Freunde. Sehr, sehr schlecht. Also, sobald wir hier raus sind, glaubt mir, ich werde mich so eindecken mit Fraß. Das ist unglaublich. Wow, jawohl, Jade. Gib ihm. Wer kann, der kann, ha? So, weg da, weg. Auf, komm, 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 komm. Gut, dann brauche ich doch eigentlich nur noch oben die Sicherung reinmachen und dann kann ich den Fahrstuhl benutzen. Ganz easy eigentlich. So, wo gehört die Sicherung rein? Hier, glaube ich. Ja. Tja. Ansonsten, alles klar. Scheiß Ratten, ey. Paige, ich habe eine Energiequelle gefunden. Okay. Ich weiß ja nicht, was der TÜV dazu sagen würde. Aber gleich wissen wir, ob es klappt. Der TÜV, ey. Sehr nice. Also die Witze, die sind brauchbar. Ich weiß nur nicht, wie ich dir an die Perle unten dran kommen soll, ne? So, wir speichern auf jeden Fall mal. Das halte ich mal wieder für eine geile Idee. Weil ihr wisst ja, speichern, da habe ich so einen kleinen Fetisch für. Das ist so mein A und O, das brauche ich einfach. So. Sehr nice. Jetzt wollen wir mal den Fahrstuhl benutzen. Gib ihm! Auf. Scheiße. Wie kriege ich denn das Ding irgendwie repariert? Warte mal, wir fragen mal. Ich werde zum Affenonkel. Nichts Persönliches, Jade. Hier werden sogar die Aufzüge misshandelt. Halt durch, alter Junge. Onkel Paige wird's richten. Kannst du ihn reparieren? Ich probier's. Aber bitte erwarte kein Wunder. Wenn ich das Kabel dann sehe, hat es einen Schlag gegeben. Hey, ihr braucht immer noch einen neuen Schrittmacher. Du denkst doch daran, oder? Die Sicherung? Ich hab eine. Die sollte es tun. So, mein Freund. Jetzt solltest du wieder funktionieren. Er scheint's wieder zu tun, Jade. Aber ganz schönes Flickwerk. Lange wird das nicht halten. Wie die meisten seiner Konstruktion. Aber hey, er gibt sein Bestes. Wobei wir bleiben stecken oder sowas. Das haben wir ja prima hingekriegt, Partner. Freu dich nicht so früh, Jade. Die dicke Frau hat noch nicht gesungen. Der hat so bekloppte Sprüche, ey. Bitte bleib nicht stecken, bitte bleib nicht stecken, bitte bleib nicht stecken. Das sieht nicht sehr gut aus. Ah, übrigens, Jade, hier, die ist letztens für dich gekommen. Du schaust dir der besser mal an. Warum hast du sie mir nicht eher gegeben? Vielleicht ein neuer Auftrag. Ja, möglich. Entschuldigung. Aber es war hier immer so viel los. Irgendwie sehr komisch, dass es mir gerade jetzt gibt. Und übrigens, ja, ich weiß, man kann ihm Herzen geben. Ich mache das nur nicht, weil er sie eigentlich in der Regel gar nicht braucht bis jetzt. Und ich brauche sie eher. Und ich habe auch keinen Plan, wie es geht. So, gucken wir uns mal die... Achso, die Disc können wir uns ja gar nicht hier angucken. Finde ich hier irgendwo einen Decoder? Ja. Würde es geben. Gut. Darf ich bitten? Los geht's. Ja, meine ich auch mal. Eins, zwei, drei. Cool. Ah, diese Scheißdinger wieder. Wow. Ich weiß. Warte mal, Foto, Foto, Foto. Ist da was drin? Schlechte Bildaufteilung, na super. Alter, wehe, ich verrecke. Ich heul rum. Nein, geh weg.
Alles klar, ich kann den da hinten treffen. Toll. Aha, nicht schlecht, Süße. Ohne dich wäre jetzt Räucherspeck. Ja, das ist schön für dich, aber ich bin gleich Räucherspeck, Mann. Ich werde sterben. So elendig und abgrundtief. Bleib versteckt, Jake. Wir müssen erst rausfinden, womit wir es hier zu tun haben. Okay, bin gleich zurück. Na klar. Soll ich hier rein, oder was? Ich denke schon, ne? Ja, okay. Oh, Kacke. Kann man die fotografieren da unten? Hallo. Ich bin Jade. Militärgeheimnis, organische Materie, Wärmemission, Schwachpunkt am Lufttank. Gut, alles klar. Wow, was ist mit der Kamera gerade los? Komm, Jade, bleib ja unten. Ja, das scheint doch schon mal ein guter Weg zu sein. Was ist das? Warte mal, das will ich fotografieren. Nein! Alter, Kacke. Für mich sah das irgendwie aus wie eine weiße Maus oder sowas. Ich habe keinen Plan, wo ich hier langlaufe. Sag ich mal her. Ah. Geil. Das ist doch schon mal sehr wertvoll. So, gibt's hier noch irgendwas? Schwache biologische Aktivität entdeckt. Okay, könnte alles Mögliche sein. Level 6 geht da verstärkter Stahl. Gut, damit lässt sich also nichts anfangen. Scheiße, Alter. Oh, oh. Ich brauche Lebensenergie, ne? Ja, wohl. Rattus Albus. Übertragung empfangen. Ich speichere es sofort. Wow. Scheint wohl selten zu sein. Geil. Und ab geht's, meine Freunde. Ich hab keinen Plan. Verlade, Doc. Ja, das krieg ich auch. Nix. Echt nicht? Ah, wartet mal. Kann man hier vielleicht irgendwie ein Foto erhaschen? Nee. Da auch nicht. Alter! Irgendwie ist das jetzt scheiße. Was soll ich denn hier machen? Da konnte ich die Karte fotografieren. Okay, das war was Gutes. Das stimmt wohl. Aber was mache ich jetzt im Endeffekt? Hier oben vielleicht doch runter? Paige? Paige! Ich komme! Oh nein. Also es ist aber auch richtig mies, wie die das in Szene gesetzt haben, Freunde, also. Aha, kann man da oben? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob sie da durchkriechen könnte, aber ein Versuch ist es doch eigentlich mal wert, oder? Probieren wir es. Wenigstens mal durchgucken könnten wir. So, pass mal auf, schön da ranschieben. Doch, da passt die durch. Guck mal, wie schmal die ist. Und dann hier so ein Schlitz, das passt. Auf, Jade, zeig, was du kannst. Na, oder auch irgendwie nicht. Mal gucken, was hier abgeht. Aha! Geil, ey. Ah, okay, ich merke schon, ich muss die Kiste weiterschieben. Das ist wichtig. Geht es überhaupt noch? Weil wie soll ich denn sonst da rüberkommen? Ah, das muss gehen. Komm, Jade! Nee. Oh. Ah, okay, okay, okay. Da ist ja schon was zu sehen. So, speichern. Und ich will mal diese Datadisk lesen, genau. Wo er mir gegeben hat. Dieser Page. Für Jade. Jade. Du
Du hast die Großzügigkeit und den Mut deiner Eltern geerbt. Du weißt, ich denke oft an sie. Wir waren sehr gute Freunde. Vor 20 Jahren mussten wir uns trennen, da wir alle ernsthafte Probleme mit den Behörden hatten. Deine Eltern gaben dich in meine Obhut, um dein Leben zu retten. Wir kamen nach Hillis. Damals war es ein friedlicher Planet. Ich hoffte, dich hier sicher aufziehen zu können. Aber der Krieg holte uns ein. Jetzt musst du etwas erfahren. Wenn ich es hierher geschafft habe, dann nur wegen dem Beluga, dem Raumschiff, das ich mit deinem Vater gebaut habe. Es existiert noch. Aber ich habe es noch nicht ganz repariert. Du findest den Check-up-Bericht auf meinem Schreibtisch. Der Beluga ist bei uns zu Hause. Du musst einen Code in jede einzelne der Konsolen eingeben, um den Geheimraum zu öffnen. Ich kann auf dieser M-Disk nicht mehr darüber sagen. Aber ich hoffe, die Information wird dir helfen, wenn du den Beluga eines Tages brauchst. Egal was passiert, ich wünsche dir viel Glück, Jade. Onkel Page. Okay, irgendwie hat er ja gewusst, dass er gefangen genommen wird, also da hat er Angst darüber. Also meine persönliche Meinung ist, er hat immer so eine CD dabei gehabt und wenn er meint, es wird zu gefährlich, dann gibt er ihr sie, falls er Angst hat, er würde es nicht überleben oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das war wohl hier der Fall gewesen, weil es ja auch schon sehr, sehr nah dran war. Frachtraum. Moment. Ja, okay, ich kann nur zu dir. Alles klar. Moment. Hallo. Der Sektor ist voller Wachen. Egal, was sie tun, lassen sie sich nicht erwischen. Wir treffen uns später wieder. Diese Aufgabe ist so schwer hier, das Spiel, muss man echt mal sagen. Gut, fotografieren kann ich nicht mehr. Wo muss ich hin? Kann ich die... Oh, wie peinlich, ey. Eine verdammte Ratte hat mich getötet. Geil, ey. Ja, ja. Der Sektor ist voller Wachen. Ich weiß doch. Egal, was sie tun, lassen sie sich nicht erwischen. Nee, nee. Wir treffen uns später wieder. Laufen wir es. So, du Ratte. Bam, Junge. Ich hätte ja aber auch von hinten besiegen können, eigentlich. Wäre vielleicht klüger gewesen. Aber sowas weiß man ja erst hinterher. Oha. Hier muss man ja ohne Helm fotografieren, ne? Warte, da war doch was. Tab-Taste. Johnny, Double H hat uns über Page informiert. Er hat ihn in den Fängen der Alpha-Abteilung gesehen. Häng dich rein, Jade. Beende deinen Bericht. Das ist die einzige Chance, Page zu retten. Genau. So. Oh, schön langsam, Jade. Die haben alle leider Masken auf. Scheiße. Warum hast du eine Maske auf? Keine Ahnung, warum liegt hier Stroh? Na, ihr Schweine. Gut, ein Gespräch kann man jetzt auch nicht mithören. Leider doof. Oh, oh, oh. Oh, guck mal da oben. Pass mal auf, ich schieße die Viecher jetzt lieber von der Ferne ab. Ach, die verschwinden einfach, okay. Das kommt von da drüben. Kacke. Falscher Alarm! Ah, ja, ja, sowieso falscher Alarm. Könnten die mich sehen? Das kommt von da drüben. Ich habe keine Ahnung, ob die das sehen, wenn ich unter denen bin. Ich glaube aber nicht. Einfach mal loskrabbeln. Ich glaube, die würden es eher mitkriegen, wenn ich von denen Schmerzen erleiden würde. Aber so jetzt eigentlich nicht. Volle Action, Freunde. Oh. Zack, ups. Nein. Nein. Ah, okay, bereits fotografiert. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.